Hallo zusammen und willkommen zu einem Kommentar oder zu einer Reaction, nachdem man das nennen möchte, zu der neuesten, zu einer Special-Episode zu Night City Wire. Wir werden jetzt so ein bisschen unsere Cyberpunk 2077 Coverage ein wenig hochrappen hier auf dem Kanal. Wir haben ja schon ein History-Video gemacht, das erste. Das zweite wird jetzt im Laufe der nächsten Wochen auch kommen, dass quasi die gesamte Geschichte erzählt wird, die zu diesem Punkt hier führt, an dem wir quasi mehr oder weniger im Spiel sind. Bleibt dran und bleibt auf dem Kanal, wenn ihr das Ganze sehen wollt. Erstes Video werde ich euch hier in der Infokarte auch verlinken. Wieso wurde das jetzt veröffentlicht? Vor allem ist es Xbox One X und Xbox Series X Gameplay. Was davon jetzt was ist, habe ich keine Ahnung, weil ich PC-Spieler bin, aber diejenigen, die Konsolenspieler, die werden schon wissen, was da jetzt das Ältere, was das Neuere ist. Auf jeden Fall ist ja diese ganze Verschiebung auf den 10. Dezember, das wurde ja jetzt mittlerweile klar durch diverse Investorenkonferenzen und durch, mehr oder weniger bestätigt von CD Projekt Red selbst, dass es sich ja um Probleme oder um Optimierungsgeschichten handelte für die aktuelle, also quasi schon die ältere Version der Konsolen. Die neuen sind ja jetzt quasi ja schon im Kommen. Wenn auch ausverkauft, so viel habe ich mitbekommen oder schwer lieferbar. Auf jeden Fall. Damit wollten sie jetzt mal ein bisschen zeigen, wir haben das im Griff, ne? Keine Sorge, es gibt jetzt Leute, die jetzt irgendwie richtig mad waren und angefangen haben, Leute zu bedrohen. Das ist unfassbar eigentlich. Dass das Spiel tatsächlich am 10. Dezember rauskommt, dass es nicht nochmal verschoben wird. Ich glaube, wenn sie es jetzt nochmal verschieben, dann wäre ich richtig überrascht. Ja, davor war ich, dann dachte ich mir so, ja, ich meine, als diese Meldung kam, dass sie Gold gehen und was soll man das immer bedeuten, mag heutzutage noch. Sie haben halt einfach einen PR-Fehler gemacht, dass da die ganzen Mitarbeiter erlaubt war, Sachen zu posten. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt und alle waren etwas enttäuscht, als es dann verschoben wurde um den Monat. Mein eigener Plan hat es mir auch etwas durcheinander geschmissen, zu wie genau Maßen, aber gut, was soll's, man muss halt damit leben. Es gibt dann aber wieder die Leute, die sagen, das wird niemals rauskommen. Die ganzen Leute gab es bei Bandalot auch und ja, hey, Überraschung. Die nur nicht über solche Leute. Defetismus ist eine weit verbreitete Krankheit. Auf jeden Fall, wir werden uns das Ganze hier genau anschauen. Ich werde ein bisschen kommentieren dazu, ein bisschen was dazu sagen, zu diversen Aspekten. Was wir sehen werden, ist eine Quest. Allerdings wird ja auch schon von CD Projekt Red viel editiert. Das heißt, wir sehen sie nicht an Ganzes, sondern es wird immer wieder ein bisschen gesprungen, dass man nicht wirklich gespoilert wird. Wir sollen hier eine gewisse Judy finden. Nee, Evelyn heißt sie. Zunächst mal. Und eigentlich müssen wir eine Person hier ausfindig machen. Und das führt uns so ein bisschen hier das Rotlichtviertel. Ist alles sehr atmosphärisch, ein paar Sachen werden so ein bisschen gezeigt in dem Video, vorwiegend, wenn man sieht eine Fahrt durch die Stadt, man sieht schön, wie die Stadt aussieht, man sieht halt die Vertikalität, die immer wieder angesprochen wurde, dass es halt sehr weit hoch hinausgeht, wobei das halt immer diese Frage ist, da die meisten Gebäude oder ein sehr, sehr großer Teil der Gebäude nicht betretbar sind, welche Auswirkungen das wirklich hat, ist ja kein Assassin's Creed, wo wir überall rumklettern können, oder kein Spider-Man, wo wir uns da rumschwingen können zwischen den Gebäuden. Also ist es quasi zum Großteil nur Eye-Candy. Das muss man sich, glaube ich, klar sein. Und eine andere Sache, die wir sehen werden, ist die Atmosphäre. Auch bei Nacht, es war ja so ein bisschen Bedenken, ob die Straßen genug bevölkert sind und so weiter. Hier sehen wir zumindest viele Autos, die unterwegs sind. Das heißt, jetzt mal laufen. Und es kommt dann natürlich sofort die Grand Theft Auto-Vibes auf. Hier steht lebendig die Stadt hier zu fahren. Wobei, so lebendig ist die hier nicht, obwohl es hier Mittag ist. Da war jetzt ein Typ auf der linken Seite. Ja. Das ist eine Szene, wo wir das Rotlichtviertel sehen, sehr viel lebendiger. Admit it. This is about Judy's virtues, isn't it? Good shit, if I say so myself. Nobody can hold a candle to Judy. Cuts virtues like they were diamonds. Damn straight. Ja, also sie ist wohl Teil dieser prostituierten Bande, die, glaube ich, für das Spiel, glaube ich, auch neu gemacht wurde, mehr oder weniger. Die gab es, soweit ich weiß, vorher nichts wirklich. Es gibt die ganzen Cyberpunk-Banden, da gehe ich auch ein bisschen in dem History-Video drauf ein, das ich euch auch hier in der Infokarte verlinken werde. Die sind ja dadurch entstanden, dass man da Verbindungen aus Leuten mit gemeinsamen Interessen, mehr oder weniger, Booster-Gangs in der Regel auch augmentiert. Und auf die treffen wir natürlich hier verstärkt im Spiel. Und diese frustrierten Banden ist halt eine dieser Banden, die quasi die Interessen der Frustrierten eben schützt, ja. Und wahrscheinlich hat das damit zu tun, dass hier eine von denen irgendwie ja ausgenutzt wurde oder verschleppt wurde oder sonst irgendwas in der Art. Ne? Hier sehen wir wieder genau diese Impression, meine ich, sehr schön.
The Lady of Westbrook. Also man hat wirklich hier das Gefühl, wirklich in einer gigantischen Stadt unterwegs. Was echt geil ist. Und es sieht wirklich nice aus. Ja, keine Frage. Und ne, bedenkt, ne, das wird natürlich auf dem PC, wenn man sich nicht selber spielt, ne, in einer großen Auflösung mit vielen FPS, wird es nochmal viel geiler aussehen. Muss ich überlegen, nicht nur, dass ich dieses Video jetzt quasi ein zweites Mal rendere hier, sondern allgemein sind die Videos, die ihr davon seht, egal in welcher Qualität sie verfügt sind, sehr viel schlechter aussehen als das eigentliche Spiel, ne? So, und hier, ne, Johnny Silverhand ist natürlich, wissen wir natürlich alle, dass der von Keanu hier gespielt wird. Er ist aber auch eine zentrale Figur. Er gehört ja zu den Rocker Boys, die ja jetzt nicht so irgendwie, die im Prinzip so ein bisschen die Punk-Bewegung mehr oder weniger darstellen, also wirklich politische Ziele auch verfolgen eigentlich. Und tatsächlich ist es auch so, dass am Ende des vierten Corporate Wars, der wurde quasi beendet, indem die Arasaka-Zentrale gesprengt wurde in Night City durch ein Team, also der vierte Corporate War oder der letzte Corporate War war zwischen Arasaka und Militech. Und zu dem Team, das in dieser Zentrale eingebrochen ist und diese taktische Bombe gezündet hat, er gehörte eben auch Johnny Silverhand und Morgan Blackhand tatsächlich auch, und wenn ich mich nicht ganz irre, soll ja auch vorkommen hier im Spiel. Deswegen bin ich gespannt, wie sie das alles erklären. Also das ist für mich persönlich, für jemanden, der so ein bisschen den Hintergrund schon kennt, die große Frage, wie das erklärt wird, ne? Weil die angeblich angenommen wird, dass die eigentlich alle dabei gestorben sind. Wir wissen ja, dass Johnny hier ein Hologramm ist, das heißt, er ist wohl wahrscheinlich gestorben. Aber wie es dazu kam und wieso jetzt ein Hologramm ist und so weiter und so fort, da bin ich sehr gespannt drauf, wie sich das äußern wird. What have I missed this time? Enlighten me. Brain dance chick is hiding something. No coincidence we already saw two tiger claws. They must control the building. Think Judy. Tiger Claws sind auch eine andere Gang. Ja, und er ist ja der Meinung tatsächlich, dass dass wir hier nur benutzt werden. Wir sind ja wohl in irgendeinem virtuellen Bordell, wenn ich mich nicht ganz irre. Weil es so virtuell nicht ist, weil wir gleich sehen werden, dass was ich ja quasi auch Leute, so also wie ich das bestellen kann, die auf die ganz eigenen Bedürfnisse eingehen. Ein customizable Bordell, könnte man vielleicht da schon sagen. So. Das ist noch nicht die Szene, die ich übrigens meinte. Das sieht zwar auch sehr rotlichtmäßig aus, ist aber noch nicht sehr krass bevölkert. Das nächste ist dann eher so ein Vergnügungsviertel, so ein bisschen. Jetzt sind wir hier erstmal drin. Und suchen Tom. Ja, wo ist unser guter alter Tommy Boy? What will you have? Anything? Wir sind, man konnte sich da hinsetzen und irgendwas machen. Und da vorne auch, links, super, da sind bald keine Icons aufgelegt, als man in der Nähe war. To brainwash sex zombies in a single day is too much, even for me. So. Hi. Genau, sagt er nämlich hier, ja? Think something might have gone wrong here. Irgendwas falsch. Er weiß nicht, was sie will. Don't have your details? Sorry, no idea what I'm supposed to do. Yeah, I have that bike. I know it. So, jetzt gehen wir hier in die Hinterzimmer und jetzt gehen wir zu einem Typ ins Büro, der Woodman heißt. Ja. Einschlägige Szenenkenner werden vielleicht einen gewissen Woodman kennen. Jetzt keine Vornamen nennen, sonst wird's ganz klar, aber naja, gut. Das ist er. Na, Woodman. No clients allowed in here. Doch, ich nicht aus. Close the door on the way out, would ya? As you can see, I'm very busy. Der beschäftigt mit seinem Sandwich, ja. Oh, ist aber schon irgendwas schönes SMG hier. Weil dafür, es sieht nur aus wie ein SMG, seine Feuerrate ist eher mal, sag ich mal, zu vernachlässigen. Da versucht ihr die Decke zu schießen. Naja, war nicht ganz so erfolgreich. Der Maus wäre vermutlich einfacher als mit dem Controller. Das ist vielleicht die Schwäche des Auto-Aims, gerade wenn man solche Schüsse machen will. So, das hier meinte ich übrigens. Das ist hier diese schöne Nachtleben-Aufnahme hier. Wenn schon mal nachts durch Prag oder so gelaufen ist, sieht es ähnlich aus. Weil gut, natürlich nicht ganz so hip, aber.
Ihr wisst, was ich meine. Sieht auf jeden Fall sehr atmosphärisch aus, auch die Soundkulisse ist cool, finde ich. Und ihr seht überall diese kleinen Icons von Sachen, die man machen kann. Da gibt es schon was zu essen hier auf der linken Seite, oder man kann sich da mal hinsetzen, immer so, wo Hawker sind. Man sieht auch immer wie so kleine Lippen-Icons, wahrscheinlich sind das eben, ja, Prostituierte, zu denen man gehen kann, wenn man ein bisschen Spaß haben kann. Hier zum Beispiel, gerade links hier auch mal einer vorbei. So. Könnten es noch ein paar mehr NPCs sein? Vermutlich schon, will ich ganz ehrlich sein. Wenn ich so an Sleeping Dogs, so an Marktplatz sehen und so denke, da war schon, glaube ich, auch eine Menge los. Aber war das mehr? So, und wir suchen hier gerade eine Klinik. Wahrscheinlich eine illegale Splicer-Klinik hier. Oh, da stöhnt jemand. Oh nein. Wir sollten der Frau zu Hilfe kommen. Ja. So, da ist es. Da ist eines der Betriebmann-Gebäude, habt ihr oben gesehen. Ne? Guckt euch oben auf das Fenster raus. And you just the cutest thing. Ein. Also, wenn ihr euch das Ganze anschauen wollt, ohne meinen Kommentar, dann habe ich natürlich das Originalvideo euch unten verlinkt. In der Beschreibung. Best watch your tongue. I'd say it again, but what for? Your little skull sponge can't possibly get its gray cells around it. Ja, Malaka, nimm hier. Da. So. So sieht es nämlich aus. Irgendeine EMP-Shotgun. Ja, es sieht aus, als würde der Kampf definitiv Spaß machen. Da bin ich super gespannt drauf. I'm more than a chop doc. See, I know what people truly want. To be flattered, praised, patted. To feel like they deserve it. Of course. I can't remember each and every one. Even if it's a specimen as exquisite as you. So, und jetzt sehen wir einen Braindance hier tatsächlich. Also das sind nicht wir selbst, sondern wir verfolgen und sehen, was da passiert ist. Und ich gehe hart davon aus, dass die Person, die wir da sind, eben diese Dings sind, die wir suchen. Und die wird ja gleich von Wraiths heißen, sie glaube ich, diese Leute mit diesen maskierten Gesichtern. Das ist auch eine Bande, die hier glaube ich so ein bisschen die Bösewichte dann spielen wird. Beim Spiel. Sind wir festgeschnallt und wir werden eingeloggt. Und was dann passiert, ist unfassbar. Jetzt müsst ihr leider dann bleiben, wegen bei dem Clickbait oder Voicebait. Also irgendwas wird da dann eingespielt. Ja. So, und ja, und das war es jetzt dann quasi. Tja, was gibt's dazu zu sagen? Also ich meine, es sind immer noch, die Fragen sind wirklich immer noch ungeklärt, was die Vertikalität angeht, was die Begehbarkeit der Spielwelt angeht. Wie viel wirklich draußen ist, wie viel drin ist. Immerhin sollten jetzt zumindest die Konsolenspieler beruhigt sein, denke ich. Ne? Das sieht nicht viel schlechter aus als alles, was wir bisher sonst gesehen haben. Und ja, ich glaube, dass wir es dabei belassen werden. Wir werden natürlich die nächste Night City-Episode, Night City-Y-Episode hier auch besprechen auf dem Kanal. Das nächste Story-Video wird in den nächsten Folgen kommen, noch vor Release. Also wenn ihr euch da informieren wollt, ja, wie die ganze Welt so geworden ist, ja, so nach dem Motto, dann könnt ihr euch die Sachen natürlich anschauen hier auf dem Kanal. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Macht es gut und bis zum nächsten Cyberpunk. Zum nächsten Video. Ciao, ciao. Euer Torren.